So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich habe dieses Video in das andere info-schwachsinniges Video gerade angekündigt. Hat jemand geschrieben? Danke dafür. Info-schwachsinniges Video. Passte. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte einfach nur die Spinballs mal auspacken. Weil so ein Spinball kostet 3 Euro. 3 Euro. Ich mache hier 5 Tüten auf. Das sind 3, 6, 9, 12, 15 Euro, was hier liegt. Wenn ich es regulär bezahlt hätte. Aber ich habe es ja aus diesen 5-Magazinen, war es günstiger. Dann habe ich nicht alle 5-Magazine bezahlt, sondern auch, ich glaube, 2 Stück bekommen. Aber nichtsdestotrotz, 3 Euro für so ein Spinball. Das sind einfach nur Figuren, ihr seht es, die Nationaltrikot anhaben. Also alles verschiedene Trikots. Italien, Frankreich, Portugal. Es ist alles dabei. Und dafür dann 3 Euro bezahlen? Ja, das muss aber wirklich auch hochwertige Figuren sein. Aber nichtsdestotrotz fange ich sie jetzt mal an auszupacken. Aber es müssten wohl zu. Aber wir sind gespannt. Ja, ich schneide es jetzt erstmal auf, dass ich es gerade habe, nämlich für mein Titelbild. So, dann haben wir hier drinne, ein Zettel. Ja, nicht so groß. Ach, ein Ball ist auch dabei zum Fingerfletschen. Wir gucken uns das Ganze an. Wie gesagt, 3 Euro, was ich jetzt hier raushole, kostet 3 Euro. Jetzt bin ich echt gespannt. Es ist eine Hartplastikfigur. Könnte den Kopf abmachen. Das wäre. Ah, was soll das denn? Also, jetzt muss ich echt sagen. Ich hole mal eben eine Figur her. Ich habe hier gerade mein Diagramm. Das ist Robin, eine Lebendfigur. Ihr seht schon, sie ist gleich hoch. Bloß eben nicht so fett oder dick. Aber eben gleich hoch. Dieses Plastikfigürchen. 3 Euro wert? Also ich sage nein. Aber ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Ich mache natürlich gleich noch eine andere Aufnahme, wie sie nebeneinander stehen. Aber 3 Euro? Wirklich? Ist das nicht unverschämt? Die haben andere Köpfe. Ah, seht ihr? Der guckt so ein bisschen grimmig, oh, der hat verloren. Seht ihr das? Jetzt können wir aber... Nein, die Köpfe können wir niemals austauschen, weil hinten immer eine Nationalfahne dran ist. Oder des Vereins. Geht noch niemals. Dann hätte ich ja gesagt, wir könnten auch die... auspacken, aber 3 Euro. Hallo. Bitte schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Weil ich... Nein, 3 Euro dafür. Wieder 3 Euro. Wie gesagt, ich zeige euch gleich auf einer anderen Kameraperspektive. Weil, also, ich muss jetzt echt sagen, ihr schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Habt ihr sie vielleicht selber schon gekauft? Sammelt ihr die? Weil es gibt ja immer, für alles gibt es Leute, die was sammeln. Das sammelt vielleicht auch jemand. Aber dann bitte, der hat ein Auge aber kaputt. Dann gibt es auch zu, dass ihr die Figuren sammelt. Weil wie gesagt, sind zu hoch oder so groß wie Lego-Figuren, bloß eben nicht so breit. Diese sind breiter, Lego-Figuren sind schmaler. Hey, aber wenigstens 5 verschiedene gezogen.
Das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, die Köpfe kann man nicht austauschen, weil hinten immer die Pfanne dran ist. Des Feins. Ja. Ich habe euch das gesagt. Ich mache jetzt eine andere Kameraperspektive. Ich muss mal eben die Kamera wegnehmen. Und ihr schreibt mir bitte eure Meinung. Weil ich finde es, muss ich jetzt echt sagen, rausgeschmissenes Geld. Für mich hat das absolut kein Sammelpotenzial, obwohl so die ein oder andere Gesichter sind natürlich richtig witzig. Aber wie gesagt, nein, ich bin da kein Typ für. Ehrlich nicht. Aber ihr könnt sie ja mögen und sammeln wollen. Und das möchte ich jetzt von euch ehrlich beantwortet haben. Wie findet ihr sie? Was haltet ihr von? Ich versuche sie mal unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Wenn es die überhaupt so zu bestellen. Aber 3 Euro für so eine Figur? Nein. Wie gesagt, die ist genauso hoch wie eine Lego-Figur, bloß eine Lego-Figur ist schmaler. Daher ist das hier mehr Volumen. Kostet ja auch 3 Euro, aber da kaufe ich mir lieber für 3 Euro eine Lego-Figur. Das ist so. Aber wie gesagt, eure Meinung, eure Kommentare sind mir jetzt wichtig. Für mich und alle anderen Zuschauer natürlich. Und ich sage wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann guckt hin, bleibt gesund, ihr und eure Familie. Und dann guckt hin und schaut zu.